Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast-Episode Nummer 134. Hi, mein Name ist Joris Jütjährige und danke, dass du heute wieder dabei bist. Diese Woche geht es um das Thema Pflanzenschneiden. Und nachdem die letzte Solo-Episode sehr, sehr positiv aufgenommen wurde, danke an dieser Stelle für das Feedback, welches ich über Facebook bekommen habe, sind wir heute wieder zu zweit hier. Also nur du und ich. Und damit legen wir gleich los mit der zweiten Solo-Episode zum Thema Pflanzenschneiden. Beim Schneiden von Pflanzen stellt sich zuerst die Frage nach dem Warum. Dabei unterscheide ich unter folgenden drei Gründen das Kürzen von Wurzeln und Blättern vor dem Einpflanzen, formerhaltende Maßnahmen und Algenbekämpfung sowie vorbeugende Maßnahmen. Fangen wir mit der ersten Gruppe an, und zwar das Kürzen von Wurzeln und Blättern vor dem Einpflanzen. Warum macht man das überhaupt? Nun, das Kürzen von Wurzeln erleichtert zum einen das Einpflanzen und fördert die Bildung neuer Wurzeln. Die Pflanzen wachsen also besser an. Die Wurzeln können auf eine handliche Länge von 2 bis 3 cm gekürzt werden. Bei einer größeren Pflanze solltest du bis zu 5 Zentimeter lange Wurzeln behalten, dass uns die Pflanzen unter Umständen zu wenig Halt haben und auftreiben könnten. Selbiges gilt auch für die Emerson Blätter. Viele Pflanzen werden in den Gärtnereien immers, also über Wasser, vermehrt und müssen sich im Aquarium erst umstellen und neue Unterwasserblätter produzieren. Dabei werden die alten Blätter abgeworfen oder lösen sich unschön auf, zum Beispiel bei Kryptokorinen. Nehmen wir die Kryptokorinen, also Wasserkelche, als Beispiel. Hier gibt es einen Trick. Dabei schneidet man die immersen Blätter komplett ab. Am besten funktioniert dieser Trick, wenn die Pflanzen in einen nährstoffreichen Bodengrund eingesetzt werden, zum Beispiel Säulbodengrund. Die stark gekürzten Kryptokorien treiben dabei sehr schnell submerse Blätter aus. Diese sind sehr kompakt und intensiv gefärbt. So vermeidest du sich auflösende Blätter und erzielst einen schönen Bonsai-Effekt. Bei Emerson Echinodoren zum Beispiel können die ältesten Blätter entfernt werden, sodass nur drei bis fünf der jüngsten Blätter übrig bleiben. Eine Ausnahme sind hierbei die kleinen und sehr langsam wachsenden Kryptochorinen Pava. Und bei In vitro Pflanzen ist es ebenfalls nicht notwendig, da hier die Blätter bereits submers sind. Kommen wir nun zu den formerhaltenden Maßnahmen. Dazu zählt zum Beispiel das Kürzen von Stängelpflanzen, das regelmäßige Schneiden von bodendeckenden Pflanzen oder das Zupfen von Moosen. Kürzen von Stängelpflanzen gilt folgendes zu beachten. Der erste Schnitt sollte nicht zu früh erfolgen. Idealerweise lässt man die Pflanzen so lange wachsen, bis sie an der Oberfläche fluten. Das heißt, die wachsen bis zur Oberfläche und krümmen sich dann an dieser. Auf diese Art und Weise werden die Stängelpflanzen besonders kräftig und verzweigen sich bereitwillig nach dem Rückschnitt. Die weiteren Rückschnitte erfolgen bei Erreichen der Oberfläche oder sogar schon früher. Dabei werden sie ca. 2 cm über der jeweils vorherigen Schnittstelle gekürzt. Auf diese Art und Weise können sehr dichte Gruppen von Stängelpflanzen erreicht werden. Bei Bedarf können Kopfstecklinge dazu verwendet werden, um kahle Stellen zu verdichten. Eine Weisheit von Amano war, nach dem siebten Rückschnitt die Pflanzen knapp über dem Boden abzuschneiden und neu zu setzen. Damit sollte verhindert werden, dass ins alte Holz geschnitten wird, also unter einer vorherigen Schnittstelle, was besonders großen Stress für die Pflanzen bedeutet hätte. Außerdem kann diese Gelegenheit dazu genutzt werden, um bereits kahle unteren Teile zu entfernen und die Pflanzen neu zu ordnen. Bei teppichbildenden Pflanzen ist ein regelmäßiger Rückschnitt besonders wichtig. Führt man diesen nicht rechtzeitig oder zu spät aus, kann es passieren, dass die Pflanzen absterben, den Halt verlieren und auftreiben. Dies passiert, weil die Bodendecker irgendwann anfangen, in mehreren Schichten zu wachsen und die unteren bekommen einfach zu wenig Licht. Zum Beispiel die beliebteste teppichbildende Pflanze, das kuba kurz HC genannt, sollte nie höher als 3 cm werden. Sie wird deshalb regelmäßig auf 1 cm runtergeschnitten. Auch sehr beliebt ist das Aufbinden von Moos auf Wurzeln. Wenn das Moos zu lange wird, verliert es häufig den Halt und löst sich von dem Holz. Um ein ungewolltes Ausbreiten von Moos zu verhindern, empfiehlt es sich, das Moos nicht zu schneiden, sondern zu zupfen. Auf diese Art und Weise hat man das überschüssige Moos gleich in der Hand und das Ergebnis sieht viel natürlicher aus. Die einfachste Form der Algenbekämpfung ist das manuelle Entfernen von Pflanzenteilen, die von Algen befallen sind. Was weg ist, ist weg. Wenn du also irgendwo die ersten Anzeichen von Algenwuchs erkennst, schneide das betroffene Blatt am besten gleich weg und entferne es aus dem Aquarium. So hemmst du die Ausbreitung aktiv ein, ruhe dich jetzt jedoch nicht aus, sondern überlege, warum diese Alge dort entstanden sein könnte und nehme eventuell weitere Schritte vor. Aber das ist ein Thema für sich, welches wir mit Sicherheit ein anderes Mal behandeln werden. Kommen wir nun zu den vorbeugenden Maßnahmen. Fahne können mit dem Alter sehr groß und sehr dicht werden. Dies führt häufig zu einer schlechten Wasserzirkulation, was die Ablagerung von Mulm auf den Rhizomen zur Folge hat und beides kann im schlimmsten Fall dazu resultieren, dass es zu einer, zu der befürchteten Fahnenvollnis kommt. Um diese vorzubeugen, sollten Fahnenblätter immer so kurz am Rhizom wie möglich abgeschnitten werden. So sammelt sich dort weniger Mulm außerdem circa einmal jährlich kann ein kahlschnitt durchgeführt werden ein zu dichtes wachstum wird verhindert der farn bildet zahlreiche neue seitentriebe und beschert dir viele kleine und frische blätter damit sind wir auch schon am ende dieser episode angelangt ich hoffe es hat dir gefallen schreib uns gerne dein feedback falls du weitere fragen zum thema pflanzenschneiden hast in die kommentare viele wirklich spannende Vorher-Nachher-Bilder zu dieser Episode findest du in den Shownotes. Gehe dazu auf www.my-fish.org-episode134. Wie immer Episode als Wort und die Ziffern 134. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.